Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem heutigen DIP-Webinar mit dem Thema EU-Taxonomie, das fehlende Puzzleteil zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Kai Bommer. Ich bin Geschäftsführer des DIP, Deutscher Investor Relations Verband, und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute hier an diesem Montagnachmittag. Ich bedanke mich auch für das sehr, sehr große Interesse. Wir haben über 250 Anmeldungen, 133 sind im Moment schon da. Da kommt der ein oder andere dazu, das kann ich sehen. Ich werde auch gar nicht lange Vorrede schwingen, sondern gleich an unsere Referenten weitergeben, bevor die den Vortrag halten und ich dann im Nachgang der Diskussion eine hoffentlich aktive Frage- und Antwortrunde moderieren kann. Sie alle haben die Möglichkeit, rechts in dem Feld, wo das Fragezeichen ist, Fragen einzugeben, die bei mir hier auf dem Bildschirm erscheinen. Ich werde die dann, wie gesagt, in dem dritten Teil des heutigen Webinars zusammenfassen und an die Referenten weiterleiten. Machen Sie davon bitte reichlich Gebrauch. Zur Vorstellung unserer einzelnen Referenten übergebe ich gleich an diese, die sich vielleicht noch mal ganz kurz selber vorstellen möchten. Mir bleibt nur Ihnen allen eine interessante Stunde zu wünschen, viele Erkenntnisse, und damit over to you, Alex. Ja, Kai, vielen Dank für die freundliche Einführung. Mein Name ist Alexander Bassen von der Universität Hamburg. Ich habe dort einen Lehrstuhl für Kapitalmärkte und Unternehmensführung, bin Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung und auch im Sustainable Finance Beirat, der ja gerade eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, und zurzeit auch Visiting Professor an der Hong Kong Baptist University. Ja, mein Name ist Kerstin Lopatta. Ich bin auch Professorin an der Universität Hamburg, habe dort eine Professur für Accounting, Auditing und Sustainability. Ich forsche seit circa 15 Jahren im Bereich Unternehmensberichterstattung und Sustainability, und ich bin Mitglied im Board der Wissenschaftsplattform on Sustainable Finance und auch Direktorin für die Global Research Alliance on Sustainable Finance. Hallo, mein Name ist Oliver Stratmann. Ich bin der Leiter eines kombinierten Bereichs aus Treasury und Investor Relations bei der LANXESS AG. Und in dem Rahmen habe ich auch begonnen, mich mit der EU-Taxonomie zu beschäftigen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Thema unseres heutigen Beitrags hat Herr Bommer schon gesagt, das ist die EU-Taxonomie als fehlendes Puzzleteil. Sie sehen hier, wir haben erst nochmal den regulatorischen Rahmen und die Institutionen aufgeführt. Und wie Sie sehen, mangelt es eben nicht an Rahmenwerken und Guidelines. Aber woran es derzeit mangelt, ist natürlich zum einen die Vergleichbarkeit dieser Regularien und die Standardisierung. Das heißt also, es gibt immer noch keine konsequente Verknüpfung von finanzieller und nicht finanzieller Berichterstattung, und es fehlt eben auch noch in den meisten Fällen an einer Quantifizierung. Wir sprechen heute über die EU-Taxonomie. Das heißt, wir haben hier eben auch noch mal aufgezeigt, wie die internationale regulatorische Entwicklung über die letzten Jahre war. Und hier sehen wir eben auch, also über den Zeitverlauf gab es eben eine Anzahl von Responsible Investment bezogenen Politikinstrumenten. Das ist ja aufgezeigt für die 50 größten Wirtschaften der Welt. Und was man ganz deutlich sieht, ist, dass eben insbesondere in den letzten, sagen wir, 5 bis 6 Jahren eben ein deutlicher Anstieg von diesen regulatorischen Entwicklungen zu verzeichnen ist. Ja, und die meisten dieser Entwicklungen, die Kerstin Lopatta hier gerade aufgezeigt hat, sind Ihnen sicherlich gut vertraut. Wir haben hier nur mal die letzten 6 Jahre zusammengefasst. Beginnend 2014 mit der CSR-Richtlinie, die dann 2017 im CSR-RUC geendet ist. Viele dieser weiteren Entwicklungen, die wir gerade noch gleich noch besprechen werden, basieren ja sowohl auf den SDGs, vor allen Dingen aber auf dem Pariser Klimaabkommen, was sich dann ja manifestiert hat in der Gründung der High-Level Expert Group, der sogenannten HLEG, die dann 2018 ihren Abschlussbericht veröffentlicht hat. Der war besonders wichtig, weil sich daraus auch der EU-Aktionsplan abgeleitet hat, wo schon das Thema Taxonomie und einige andere wichtige Regulierungen festgeschrieben wurden. Und deswegen hat die EU dann auch in 2018 die sogenannte Technical Expert Group gegründet, die sogenannte TEC, die sich 4 Themenbereiche vorgenommen hat, und einer dieser Themenbereiche war auch entsprechend die
Taxonomie 2019. Und Sie sehen, die Spalten werden schon etwas mehr gefüllt. Je näher wir an das heutige Datum kommen, wurde dann die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflicht im Finanzdienstleistungssektor beschlossen Ende 2019, die sogenannte SFDR. Dann kam noch der European Green Deal dazu. Und wenn wir uns alleine angucken, was in 2020, also in diesem Jahr passiert ist, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, nicht nur von der Fülle, sondern auch von der Geschwindigkeit, mit der momentan die Maßnahmen auf EU-Ebene beschlossen werden. Die TEC hat ihren finalen Bericht vorgelegt, inklusive des technischen Anhangs. Mit dem werden wir uns heute intensiv auseinandersetzen. Es gab aber auch den Prozess des Joint Consultation Paper für die Operationalisierung der Berichterstattung der Finanzinstitutionen. Am 22. Juni, das ist noch nicht so lange her, wurde dann die Taxonomieverordnung veröffentlicht und es wurde angekündigt, dass es auch eine Plattform für Sustainable Finance gibt, die als Nachfolgerorganisation der TEC dann die weitere Entwicklung der Taxonomie vornehmen soll. Das ist alles das, was in 2020 bisher passiert ist, und es geht noch weiter. In den nächsten 3 Jahren wird die Kommission sich auch mit Fragen auseinandersetzen von Zielen, die über die rein ökologischen Ziele hinausgehen, also sich Gedanken darüber machen, ob es auch eine Taxonomie außerhalb der Umweltziele geben wird. Für 2022 ist dann die Taxonomieverordnung für die Ziele 1 und 2 angekündigt. Das ist das, was wir gleich im Detail uns angucken werden. Und dann für 2023 entsprechend die Taxonomie für die weiteren der 6 Umweltziele. Wie gesagt, wir gehen jetzt gleich auf diese Umweltziele im Detail ein. Aber Sie sehen schon an der Fülle der Maßnahmen, die da sind, die auch einen sehr, sehr hohen Konkretisierungsgrad schon haben und eine sehr, sehr enge Zeitachse, dass dort einiges an Maßnahmen auf Sie und auf uns alle zukommen werden. Aus Praktikersicht, wenn ich ganz kurz einmal einspringen darf, sollte eigentlich geben, das Jahr 2022 mit der ersten Berichtspflicht 2021 schon einen leichten Schauer über den Rücken laufen lassen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann noch überlegt, dass das, was wir dort uns angucken, ja immer noch in der Phase der Konkretisierung ist, dass wir also die Details, die hinterher für die praktische Umsetzung wichtig sind, noch nicht ganz klar erkennen, aber der Handlungsbedarf schon heute da ist. Da werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit der EU-Taxonomie. Also, was ist nun das Ziel der EU-Taxonomie und wie muss sie letztendlich angewendet werden? Die EU-Taxonomie nochmal zur Einordnung soll dem übergeordneten Ziel dienen, dass eben Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen zu lenken sind, damit man eben weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene sichern kann. Um das zu erreichen, ist oder beinhaltet die EU-Taxonomie Kriterien. Das sind sogenannte technische Bewertungskriterien oder auch Technical Screening Criteria genannt, die eben definieren, ob eine Wirtschaftstätigkeit oder eine Aktivität im Unternehmen als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Denn man will den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit ermitteln und den eben am Kapitalmarkt berichten. Diese technischen Bewertungskriterien sind für 6 Umweltziele festgelegt worden, beziehungsweise die müssen eben teilweise auch noch weiterentwickelt werden. Und diese Umweltziele sind eben von der TEC definiert worden. Und die sehen Sie hier in der Tabelle. Also das erste Umweltziel ist der Klimaschutz. Das zweite ist die Anpassung an den Klimawandel. Dann drittens nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und der Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. Diese die technischen Screening-Criteria werden jetzt eben für jedes Umweltziel ermittelt. Die sind auch teilweise schon ermittelt worden, nämlich für die ersten beiden Ziele sind die schon oder liegen die schon sehr umfangreich vor. Also für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel sind diese technischen Screening-Criteria eben schon sehr weitreichend entwickelt. Sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft hat man sich eben in den letzten Jahren primär damit beschäftigt und deshalb liegen die eben derzeit schon vor.
Sie sehen hier den Anwendungsbereich, also die EU-Taxonomie ist auf die ersten beiden Umweltziele anzuwenden für das Geschäftsjahr 2021. Das heißt also, im Jahr 2022 wird dann für das Geschäftsjahr 2021 über diese technischen Screening-Criteria eben berichtet und die Taxonomie angewendet. Wann gilt jetzt eine Aktivität, eine Wirtschaftsaktivität als taxonomiekonform und wann muss über sie berichtet werden? Das sehen Sie hier. Also es muss zunächst vorliegen, ein sogenannter wesentlicher Beitrag zu einem der Umweltziele, die ich gerade genannt habe. Dazu darf es eben nicht dazu führen, dass ein anderes Umweltziel beeinträchtigt wird. Das nennt man Do No Significant Harm eben zu einem der anderen Umweltziele. Und dann muss noch ein sogenannter Mindestschutz vorliegen. Das heißt also, es müssen hier die OECD-Prinzipien für multinationale Unternehmen und auch die UN-Prinzipien für Business- und Menschenrechte eben eingehalten werden. Wenn diese drei Dinge erfüllt sind, dann sagt man, die Aktivität ist taxonomiekonform und man muss eben über diese Aktivität berichten. Wer nutzt jetzt diese EU-Taxonomie und wie ist sie anzuwenden? Nun, zum einen ist eben geplant, dass öffentliche Maßnahmen, Normen und Kennzeichnungen darüber definiert werden. Es ist eben geplant, beispielsweise ein EU-Ecolabel für Fonds einzurichten. Dann muss sie noch angewendet werden von allen Finanzmarktteilnehmern, die Finanzprodukte bereitstellen. Darauf wird Herr Bassen nachher noch ein bisschen näher eingehen. Und sie muss auch angewendet werden von allen Unternehmen, die gemäß der CSR-Richtlinie eine sogenannte nicht finanzielle Erklärung veröffentlichen müssen. Was muss jetzt genau berichtet werden nach der EU-Taxonomie? Nun, es sollen Kennzahlen berichtet werden. Das sehen Sie hier. Das sind zum einen Umsatzerlöse und zum anderen CapEx und OpEx. Wie muss man sich das vorstellen? Man sieht sich in der Regel in seinem Unternehmen an, welche Aktivität mit welchem Produkt verbunden ist und letztendlich welche Umsatzerlöse damit erzielt werden. Also die Größe oder die Kennzahl muss dann berichtet werden. Und ich habe es gerade schon erwähnt, hier ist auch die Anwendung oder die Berichterstattung über Investitionsausgaben, also Capital Expenditures und Betriebsaufwendungen, Operating Expenses genannt, die gelten allerdings nur für das erste Umweltziel. Also da muss man auch über diese beiden Kennzahlen berichten. Wie müssen Sie sich das jetzt im Einzelnen vorstellen? Nun, in der EU-Taxonomie hat man sich zunächst auf bestimmte Industrieklassen beschränkt. Das sind die Industrieklassen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben. Und man hat eben auch noch solche Industrien mit einbezogen, die einen Übergang zu nachhaltigen Aktivitäten grundsätzlich ermöglichen. Ja, also das, was hier auf der Folie beispielsweise in dunkelblau gekennzeichnet ist, das sind eben ausgewählte Industrien basierend auf Emissionswerten, die eben vollständig berücksichtigt sind. Und dann sehen Sie, stuft sich das so ein bisschen ab. Wie gesagt, es geht zurück auf den CO2-Ausstoß, der hier mit Scope 1 auch angegeben ist. Ja, Herr Bassen und ich, wir haben einen Rahmen entwickelt, wie man sich diese Berichterstattung über die Taxonomie vorstellen kann. Also hier nochmal ganz grundsätzlich, was muss berichtet werden? Sie sehen zunächst, man konzentriert sich auf alle Unternehmensaktivitäten, gliedert die eben dann in taxonomierelevante Aktivitäten und die anderen. Für uns hier von relevant sind eben die unter taxonomierelevant eingeordneten. Und dann sagte ich ja vorhin schon, müssen die ja einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie dürfen nicht gegen die anderen Umweltziele verstoßen und sie müssen diesen Mindestschutz aufweisen. Und wenn sie eben hier unter diesen wesentlichen Beitrag fallen, dann sagt die EU-Taxonomie noch, sie können zum einen einen eigenen Beitrag leisten mit ihren Produkten, sie können ermöglichen oder sie können Aktivitäten ermöglichen, einen Beitrag zu leisten. Und dann gibt es noch sowas wie den Übergang, der gilt allerdings hier nur für das erste Umweltziel. Ja, und dann haben wir das eben weiter runtergebrochen hier und wenn Sie dann eben diese Taxonomie-Regulation angepassten Aktivitäten haben, dann
sind sie eben dazu verpflichtet, die Umsatzerlöse zu zeigen und auch beim ersten Umweltziel die Ausgaben und die Aufwendung. Wie könnte das jetzt in der Unternehmensberichterstattung aussehen? Hier die Offenlegung der Unternehmen, eben wie gesagt basierend auf der TEC-Empfehlung. Sie sehen hier auf der linken Seite haben wir die Umweltziele aufgenommen. Also das sind die 6 Ziele, die ich gerade dargestellt habe. Hier exemplarisch eben mit dem Klimaschutz angefangen. Und was Sie jetzt auf der rechten Seite sehen, das wären eben zum einen die Taxonomie Regulation angepassten Umsatzerlöse und dann eben auch noch für das erste Ziel eben die Investitionsausgaben und die Betriebsaufwände. Und Sie sehen, hier sind ein paar grüne und graue Kästen, also das, was in den grünen Kästen letztendlich dargestellt wird, das ist das, was der Taxonomie folgt, also taxonomiekonform, und das müsste dann eben berichtet werden. Und unten rechts haben wir das nochmal gekennzeichnet hier, das ist die Offenlegung, also letztendlich ist das natürlich alles auf aggregierter Basis, was dann dargestellt werden soll, und Sie würden dann in Ihrem Unternehmensbericht letztendlich nur die Summe der Taxonomie angepassten Aktivitäten sehen, die dann eben offengelegt wird. Aber das hier beispielsweise eben eine Struktur, wie das aussehen könnte. Um jetzt zu verdeutlichen, was die TEC letztendlich unter diesen technischen Bewertungskriterien versteht und wie diese Wirtschaftsaktivitäten einzuordnen sind, da sehen Sie jetzt, haben wir einen Screenshot aus dem TEC-Report gemacht und wir haben hier beispielsweise rausgegriffen, Sie stellen eben Aluminium her und hier sehen Sie, bei der Klassifikation wäre das zunächst die Industrie, die angegeben wird und die Aktivität. Ja, und dann haben wir auf der rechten Seite eben den Klimaschutz. Da hätten Sie eben nach der Auffassung der TEC einmal diese eigenen Produkte, die Sie da einbringen können, aber auch Sie können Übergangsaktivitäten haben. Also Sie würden jetzt eben prüfen, ob Sie da drunter fallen. Und dann müssen Sie natürlich auch noch gucken, dass Sie keins der weiteren Umweltziele verletzen. Die Tabelle der TEC ist dann eben noch weiter runtergebrochen. Also es geht dann hier, wie gesagt, nochmal auf die Industrien und auf die Levels der Industrien und dann wird die Aktivität eben mit den technischen Bewertungskriterien eingeordnet und das folgt auch immer dem gleichen System. Also hier links sehen Sie wieder die Klassifikation in die Industrie, dann die Aktivität, das sagte ich ja gerade schon, wäre eben beispielsweise die Herstellung von Aluminium. Ja, und auf der rechten Seite sehen Sie dann, wie die technischen Bewertungskriterien aussehen. Sie haben halt immer das Prinzip, was angegeben wird, dann eine Maßzahl für diese Bewertungskriterien und auch noch einen Schwellenwert, der angegeben ist. Ich habe das gleich nochmal auf der nächsten Folie ein bisschen verdeutlicht. Und wie gesagt, es geht dann eben immer noch weiter runter. Also hier wären dann die weiteren Umweltziele, die Sie prüfen müssten. Also do no significant harm. Das heißt also, wenn Sie die Aktivität erfüllen, dürfen Sie eben, wie gesagt, nicht gegen die anderen Aktivitäten hier verstoßen. Und nochmal zur Verdeutlichung, das sagte ich gerade, also wir hätten hier beispielsweise die Herstellung von Aluminium und die technischen Bewertungskriterien, die sehen Sie hier unter Klimaschutzkriterien in der Mitte. Das heißt also, das Prinzip ist ganz grundsätzlich, dass die TEC sagt, naja, die Herstellung von Aluminium ist förderfähig, wenn auf kohlenstoffarmen Strom und reduzierte direkte Emissionen zurückgegriffen wird, beispielsweise. Ja, und dann sind hier Schwellenwerte angegeben. Ich nehme jetzt hier mal Punkt 2 heraus, das Kriterium ist da beispielsweise, der Stromverbrauch für die Elektrolyse liegt bei oder unter 15,29 Megawattstunden pro Tonne. Ja, und so muss man sich das eben vorstellen, da gibt es eben jetzt nicht nur diese Herstellung von Aluminium, hier nochmal ein weiteres Beispiel mit aufgeführt, beispielsweise Stromerzeugung aus Windkraft, da wäre eben das Prinzip Unterstützung des Übergangs zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft. Ja, so muss man sich das vorstellen und jede Zeile in diesem in der Excel-Tabelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, basiert genau auf einer solcher Karte. So, und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, das hat eine gewisse Komplexität, dieses Thema, dann stimmt das. Denn diese
diese unterschiedlichen Darstellungen, die wir gerade in der Excel-Tabelle gesehen haben, die ziehen sich dann ja über alle Industrien hinweg. Überall haben Sie diese detaillierte Darstellung, wie Frau Lopatta das gerade gezeigt hat. Das heißt, wir haben uns jetzt angesehen, hier auf der linken Seite diesen Bereich der EU-Taxonomie und der entsprechenden Umweltziele und darunter in dem unteren Bereich jetzt genau diese technischen Bewertungskriterien. Die haben wir uns angesehen und das war jetzt nur für die ersten beiden Umweltziele, nämlich Climate Change Mitigation und Adaptation. Diese beiden Umweltziele sind hier in der Taxonomie angesprochen. Bei den anderen Umweltzielen geht es nur darum, Do No Significant Harm. Das ist das, was der aktuelle Stand ist, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben, Sie sich auseinanderzusetzen haben. Und ich denke, da werden Sie ganz gut zu tun mit haben. Die weitere Entwicklung, die wird dann hier unten von dieser geplanten Plattform Sustainable Finance vorgenommen. Das heißt, die Ausarbeitung der weiteren Umweltziele und dann darüber hinaus auch noch andere gesellschaftliche Ziele, nicht nur die Umweltziele. Wie gesagt, aber jetzt erstmal nur Ziel 1 und 2. Mitigation and Adaptation. So, wie geht es weiter? Das wird jetzt eingehen als Ergänzung der nicht finanziellen Erklärung, wie Sie das ganz klassisch schon kennen mit der CSR-Richtlinie oder dann in Deutschland entsprechend mit dem CSR-RUC. Es gibt aber noch einen anderen Teil, den wir hier ansprechen sollten, der auch für die Unternehmen relevant ist, die keine Finanzunternehmen sind, obwohl es die Berichterstattung der Finanzunternehmen betrifft, beziehungsweise der Finanzprodukte. Wir haben das vorhin bei der Übersicht schon gesehen, als es über die unterschiedlichen Standards ging, die SFDR, also die Transparenzrichtlinie für Sustainable Finance bei Finanzinstitutionen. Denn auch hier wird es gibt es einen Rahmen, der wie gesagt schon 2019 verabschiedet wurde und wo es jetzt ebenfalls darum geht, die technischen Regulierungsstandards für diese Indikatoren festzulegen. Dafür wurde jetzt veröffentlicht ein sogenanntes Joint Consultation Paper von den drei großen europäischen Aufsichtsbehörden im Finanzbereich. Die haben also da einen Draft gemacht, da war jetzt die Kommentierungsphase, endete am 1. September, also so vor knapp 2 Wochen. Und dort wird auch vor allen Dingen geprüft, ob es denn auch eine Kohärenz gibt zwischen den technischen Bewertungskriterien der Taxonomie und diesen Bewertungskriterien, die wir hier für die Finanzprodukte haben. Weil es macht natürlich Sinn, dass man hier eine Schnittstelle herstellt, weil diese EU-Taxonomie, so wie wir sie gerade gesehen haben, auch die Grundlage bilden wird für die Finanzberichterstattung über einzelne Finanzprodukte. So, und der Kreis schließt sich dadurch, dass die Anforderungen der Finanzinvestoren sich über ihre eigene Berichterstattung dann natürlich Einfluss haben werden auf das, was sie von Unternehmen erwarten, was dort berichtet wird. Also es ist sowohl einmal der direkte Einfluss über, dass diese Taxonomiekriterien von nachhaltigen Finanzprodukten oder über nachhaltige Finanzprodukte berichtet werden muss. Auf der anderen Seite ist das auch die Berichterstattung, die von Fondsgesellschaften dann entsprechend von Unternehmen gefordert werden. Also da schließt sich dieser Kreis für Berichterstattung über Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen. Und diese Offenlegung von weiteren Finanzmarktteilnehmern, wie das so schön heißt, wird dann umgesetzt in einer Erweiterung der SFDR, nämlich die Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für die gesamten Unternehmen, die in der Finanzindustrie aktiv sind, aber auch eine quantitative Offenlegung des des Prozentsatzes eines Finanzprodukts, also eines einzelnen Produkts, nicht nur der Gesamtunternehmensebene des Finanzinstitutionen, sondern des einzelnen Produktes, wenn es als ökologisch nachhaltig eingestuft werden soll. Also ein Nachhaltigkeitsfonds beispielsweise, der muss darüber quantitativ berichten, den Prozentsatz des Finanzproduktes, das jetzt taxonomiekonform ist. Es besteht noch ein bisschen Uneinigkeit darüber, ob das jetzt Umsatz und oder OPEX und CAPEX sind. Das ist noch nicht so ganz eindeutig formuliert. Aber klar ist, dass hier eine erweiterte, verpflichtende Anwendung dieser Kriterien notwendig ist, wenn man nachhaltige Investitionen anstrebt. So haben die das gesagt. Also wenn man ein Nachhaltigkeitsziel hier entsprechend mit ausweist. So, wir haben das mal hier zusammengefasst, wie sowas denn aussehen könnte. Also wir haben hier ein Portfolio angenommen, jetzt wie gesagt für weitere Finanzmarktteilnehmer ein Portfolio angenommen, die jetzt einfach mal 3 Unternehmen im Portfolio haben. Und jedes dieser Unternehmen beschreibt die unternehmerische Aktivität
Und für Unternehmen A ist dort ein Anteil von 12% taxonomiekonform berichtet worden. Für Unternehmen B sind es 8 und für Unternehmen C sind es 15% taxonomiekonforme Aktivitäten. So, und das wird jetzt gewichtet mit dem Anteil dieser Unternehmen im Portfolio. Man kommt denn zu einem Ergebnis, dass dieser Aktienfonds zu 10,6% taxonomiekonform ist. Das ist sozusagen die Idee, wo wir die Verknüpfung sehen zwischen der Taxonomieberichterstattung der Unternehmen, die dann Einfluss nimmt auf die Taxonomieberichterstattung hier der nachhaltigen Finanzprodukte. Das ist hier die Schnittstelle, die hier überbrückt wird. So, und Kollegen von uns haben jetzt auf dieser Basis kürzlich eine Studie veröffentlicht, weil sie nämlich genau herausfinden wollten, Kerstin Lopatta hat es ja vorhin gesagt, dass diese Taxonomie nicht nur für die Berichterstattung gelten soll, sondern auch für ein sogenanntes EU-Öko-Label für Fonds. Und um zu prüfen, wie viel dieser Fonds denn jetzt ein Label bekommen könnten nach dieser Logik, haben die sich angeguckt, ja, welche Unternehmen sind denn eigentlich in den Fonds und haben hier mal etwas über 1800 Unternehmen untersucht hinsichtlich der Frage, wären die eigentlich in der Lage, Taxonomieinformationen hier zu berichten. So, und in dem Beispiel oder in dieser Untersuchung ist es dann so, dass für die hier untersuchten 1800 europäischen Unternehmen 10% bezogen auf die Total Assets, die sie dort halten, dass 10%, wenigstens 50% des Umsatzes taxonomiekonform sind. Also nur bei 10% der Unternehmen ist das tatsächlich bisher der Fall. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe. Das ist nicht gleich negativ, dass das so ist. Es hat unterschiedliche Gründe. Einmal liegt es natürlich daran, dass die Berichterstattung noch nicht darauf ausgerichtet ist, diese Informationen hier zur Verfügung zu stellen. Und wir haben auch gesehen, dass es sich bisher nur auf bestimmte Industrien und bestimmte Aktivitäten beschränkt. Das ist ein weiterer Grund, warum wir hier noch einen relativ geringen Prozentsatz haben. Übrigens, wenn man das aggregieren würde auf die Fondsebene, würden nur 3% der Fonds bisher ein solches Label bekommen. Also Sie sind da, falls Sie das Gefühl haben, Sie sind noch nicht komplett vorbereitet auf das, was dort jetzt auf Sie zukommt, dann sind Sie nicht die Einzigen. Ändert aber nichts daran, dass da natürlich ein Handlungsdruck da ist und auch tatsächlich etwas gemacht werden muss. Und diesen Handlungsdruck, den sehen auch die Fondsgesellschaften beziehungsweise die Verbände der Fondsgesellschaften. Diese kritischen Stimmen haben wir alle aus der Stellungnahme zu dem Joint Consultation Paper übernommen, wo jetzt die Umsetzung der Richtlinie der Berichterstattung für Finanzinstitutionen operationalisiert wurde. Und die Kritik, die wir dort sehen, ist schon recht eindeutig. Ich picke hier nochmal ein, zwei Dinge raus, um Ihnen da so ein bisschen Flavor dafür zu geben, wie die Stimmung da ist. BAI, also Bundesverband Alternative Investment, sagt, solange keine entsprechenden Berichtspflichten auf Unternehmens- und Asset-Ebene existieren, können Intermediäre nicht verpflichtet werden, derartige Informationen selbst zu erheben und Investoren zur Verfügung zu stellen. Und kleine und mittlere Finanzunternehmen, die grundsätzlich von dem Anwendungsbereich ausgenommen sind, wird eine Opt-in-Möglichkeit eröffnet, aber dann müssen sie alles berichten. BVI, Thomas Richter, geht nochmal einen Schritt weiter. Er sagt, was als nachhaltiges Produkt gilt, ist derzeit in den verschiedenen EU-Regeln uneinheitlich geregelt. Und noch viel wichtiger, der aktuelle Zeitplan für die Anwendung der Offenlegungsverordnung stellt Fondsgesellschaften in der Praxis vor unlösbare Probleme. Damit bezieht er sich vor allen Dingen darauf, dass die Fondsgesellschaften bereits im März 21, dass diese Regelung bereits ab März 21 greift, aber noch dieser Konsultationsprozess ausgewertet wird. Und März 21 ist ja in einem halben Jahr, also die Vorbereitungszeit für die Fondsindustrie ist hier relativ gering. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir ja davon ausgehen, dass genau dieser Effekt eintreten wird, dass wenn die Fondsgesellschaften über etwas berichten müssen, sie das von den Unternehmen auch entsprechend einfordern werden. So, und wir sehen, dass auch der Verband Eurosif, also das ist ja der Zusammenschluss der nachhaltigen Fondsgesellschaften in Europa, zwar sagt, okay, wir sehen zwar, dass die allgemeine Ausrichtung gut ist und wir da auch zustimmen können, aber dass 32 verpflichtende Indikatoren
zur Messung dieses Adverse Effects auf die Nachhaltigkeit zeitlich zu ehrgeizig ist. Und Sie sagen, dass Sie Zweifel haben an der Nützlichkeit der Indikatoren für alle Portfolios eines Finanzmarktteilnehmers. Und Sie sagen deswegen lieber ein reduzierter Satz. Also selbst bei denjenigen, die sich positiv diesem Thema gegenüber sehen und sehen, dass dort potenziell ja, dass die Industrie auch stärken kann, sehen wir ja doch eine relativ starke Kritik. Wenn wir jetzt nochmal das, was wir bisher diskutiert haben, so ein bisschen zusammenfassen, dann können wir sehen, dass diese Regulierungsmaßnahmen doch mit einer sehr, sehr hohen Intensität steigen und die EU-Kommission das hier auch ernst meint mit diesen Delegated Acts, die also nicht mehr diesen Prozess in die nationale Regulierung gehen, sondern direkt dort umgesetzt werden können. Wir können aber auch sehen, dass die Veröffentlichen, die hier jetzt rauskommen werden, das ist ja auch der Anspruch der EU, dass diese Veröffentlichung quantitative, auch belastbare und vergleichbare Nachhaltigkeitswerte liefern sollen. Das ist ja genau die Idee, was Kerstin-Lopatta am Anfang auch gesagt hat. Es fehlt so die Standardisierung und damit die Vergleichbarkeit. Und das ist mit diesem System, kann das definitiv erreicht werden. Problematisch ist so ein bisschen, dass so diese Wesentlichkeit und Bedeutsamkeit nicht so herausgearbeitet wird. Alle müssen über die gleichen Kennzahlen berichten innerhalb eines bestimmten Sektors. Ja, das war aber ja auch die Idee, die dahinter steht. Was man sicherlich auch sehen wird, dass das kein Thema ist, was jetzt ein Bereich innerhalb des Unternehmens alleine lösen kann, sondern wir werden immer wieder in die Diskussion, beziehungsweise Sie in den Unternehmen in die Diskussion kommen, dass hier viele Abteilungen zusammenarbeiten werden, weil ja auch neue Kennzahlen gefordert werden. Das heißt, die gesamten unternehmerischen Aktivitäten, weil es geht ja immer um das Aktivitätenniveau, müssen hier analysiert werden. Und wenn Sie sich mal nochmal vor Augen führen, die klare Bezeichnung der Grenzwerte für einzelne Aktivitäten in den jeweiligen Industrien, dann ist das eine Granularität, die auch sehr viel Fachwissen im Detail erfordert. Und das wird man innerhalb des Unternehmens nur in Kooperation hinbekommen. Und es wird nicht jemand sein, der in einer Abteilung sitzt und da freundlich seinen Nachhaltigkeitsbericht vor sich her schreibt. Was wir sehen, und das könnte man sicherlich auch noch kritisch sehen, ist, dass bisher nur wenige Unternehmen hier eingeschlossen sind. Also die Anzahl der Industrien, die hier ausgewählt werden, ist ja noch überschaubar. Was ja ganz positiv ist, was man gesehen hat bei der Unterscheidung der Industrien, ist ja, dass es auf der einen Seite die Industrien waren mit hohen CO2-Emissionen, aber auf der anderen Seite auch dieser positive Effekt adressiert wurde mit diesen Enabling-Aktivitäten. Dass man also auch dieses als taxonomiekonform ansieht, wenn hier ein solcher positiver Beitrag geleistet wird. Bisher, das kann man sowohl positiv als auch negativ sehen, beziehen sich diese Kriterien erst auf zwei Umweltziele, nämlich Mitigation und Adaptation. Das reduziert die Komplexität. Die anderen vier Umweltziele kommen aber noch dazu und die Ziele außerhalb der Umwelt sicherlich auch. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Komplexität in diesem System, zweifelsohne, verbunden mit einem sehr, sehr hohen Zeitdruck. Ja, wir haben gerade schon gesehen, wie dieser zeitliche Rahmen ist. Das heißt, für das Geschäftsjahr 2021 ist dann bereits in 2022 zu berichten über die Umsatzerlöse der Produkte und der darunterliegenden Aktivitäten, ob sie sozusagen taxonomiekonform sind. Für die ersten beiden Ziele. Und für die anderen vier Ziele haben Sie noch ein Jahr mehr Zeit, obwohl die noch gar nicht ausgearbeitet sind. Das ist das, was die Plattform jetzt machen muss. Also es wird hier einen Prozess geben, dass Sie auf der einen Seite schon über die Ziele 1 und 2 berichten müssen, Mitigation, Adaptation, die anderen Ziele noch entwickelt werden müssen und Sie sozusagen mit ein Jahr Verzögerung dann auch über die anderen Ziele dann entsprechend berichten. Also ich glaube, dass wir dort sehr, sehr spannende Entwicklungen vor uns haben. Und dass bei Ihnen innerhalb der Unternehmen ein sehr, sehr akuter Handlungsbedarf ist. Von daher danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Und Oliver Stratmann wird sicherlich auch noch hier einen Kommentar zu geben. Ja, absolut gerne. Bevor wir in den Q&A gehen, vielleicht die Punkte, die aus meiner
Praktikersicht extrem wichtig sind für euch, liebe Kolleginnen im IR-Bereich, weil ich da selber durchgegangen bin. Ich glaube, ihr müsst für diese Taxonomie intern ein Bewusstsein schaffen. Und zwar in der Hinsicht, dass ihr Leute in mehreren Bereichen aktiviert, die sich unter anderem mit eurem ERP-System auskennen. Warum sage ich das? Weil ihr natürlich neben dem Berichten von Umsatz und CapEx und den operativen Aufwendungen ihr auch wissen müsst, wenn ihr in einem produzierenden Unternehmen arbeitet, welche Rezepturen stecken hinter den einzelnen Produkten? Welcher Energiemix wird da verbraucht, um CO2 tatsächlich pro Produkt zuordnen zu können? Das ist ein Punkt, der mir wichtig war. Der zweite ist, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es wird sicherlich einige von euch geben, die ihre angebotenen Produkte überhaupt nicht finden in dem Katalog. Und aus meiner Sicht, da kann Professor Bassen sicherlich auch noch mal etwas dazu sagen, glaube ich, dass es da besonders interessant wird, weil die jetzt zum Monatsende zu etablierende Plattform for Sustainable Finance, die es also noch nicht gibt, der Ansprechpartner werden wird, der einem dann im Zweifel helfen muss, irgendwie die eigenen Aktivitäten trotzdem berücksichtigt zu sehen. So, damit aber dann wirklich in den Q&A. Ja, herzlichen Dank an euch drei. Das war sehr interessant, gute Einführung, guter Vortrag. Bevor wir in die Q&A einsteigen, schon mal die Antwort auf die bislang am meisten gestellte Frage. Ja, dieses Webinar und die Aufzeichnung, die Folien und auch der Ton dazu, werden im Nachgang veröffentlicht. Wahrscheinlich wird das morgen im Laufe des Vormittags, spätestens zur Mittagszeit soweit sein. Auf www.dirk.org wird dann das aufgezeichnete Webinar zur Verfügung gestellt werden. So viel vorab. Es liegen auch schon eine ganze Reihe Fragen vor, aber trotzdem der Hinweis an alle anderen noch rechts im Feld. Können Sie hier Fragen eingeben, die ich jetzt beginne zu moderieren und an die Referenten weiterzureichen. Eine Frage, die in verschiedener Form öfter gestellt wird, ist die, wer kontrolliert denn die Unternehmen oder die Richtigkeit der Angaben, die ein Unternehmen in diesem Zusammenhang mit der EU-Taxonomie macht? Gibt es da eine Kontrolle? Gibt es da eine Prüfungspflicht? Wie sieht es damit aus? Alex Bassen könnte oder Kerstin Lupatta, gibt es da irgendwelche, also ich sag mal, was hindert Unternehmen daran, irgendwas zu schreiben? Jetzt mal grob vereinfacht. Naja, das Unternehmen das nicht machen, der Kapitalmarktdruck, nee, es hängt eben davon ab, wo das letztendlich ausgewiesen wird. Also die Taxonomie ist ja Grundlage jetzt auch für die Überarbeitung der NFRD und von daher ist das natürlich die Frage, ob das in den prüfungspflichtigen Teil kommt oder nicht. Das ist ja auch was gerade noch bei der Überarbeitung der NFRD diskutiert wird, wenn man so mal das Ohr in den Markt hält, dann sind die Erwartungen ja eher, dass das genau das eintritt, was Kerstin Lupatta gerade gesagt hat, dass es einer Prüfungspflicht unterliegen wird. Bisher haben wir das ja in Europa unterschiedlich geregelt. Frankreich hatte schon lange eine Prüfungspflicht und in Deutschland haben wir das so ein bisschen über den Aufsichtsrat geregelt. Also es kann durchaus sein, dass dort auch die Prüfungspflicht entsprechend kommen wird, aber ob das so ist, das wissen wir noch. Eine Frage an Oliver. Oliver, du hast ja schon gesagt, pass auf, das ist wichtig, sensibilisieren nach innen rein. Was ist denn nach deiner Einschätzung oder vielleicht ein bisschen konkreter gefragt, was sind deine Pläne bei Lanxess? Wer wird mit eingebunden in diese, ich sag mal, Berechnung und dieses Prozentsatzes und der Berichterstattung darüber? Welche Abteilung hältst du für unabdingbar, dass sie daran beteiligt sind? Ja, also jetzt muss man sagen, Lanxess ist ein produzierendes Unternehmen, Chemieunternehmen. Wir sind vor einigen Monaten ganz pragmatisch rangegangen, indem wir uns angeschaut haben, wer alles betroffen ist. Also von der Reporting-Seite ist das mein Accounting-Kollege. Die Daten ranzubekommen, ist sicherlich eine Controlling-Aufgabe. Dann haben wir, weil das Projekt so groß ist, jemanden von der Strategie mit eingebunden. Und da letztlich die Rezepturen nur einer aus der Produktion beurteilen kann, haben wir auch Ingenieure hinzugezogen, die bei uns in einer zentralen Produktionseinheit arbeiten.
So, und da wir dazu auch noch damit beschäftigt sind, gerade SAP 4HANA auszurollen, ist von dieser Organisation dann auch noch jemand dabei, damit gleich Vorsorge getroffen wurde, dass auf dem Level überhaupt die Daten erhoben werden können. Eine Frage ist hier gekommen, Ratingagenturen, Rankingagenturen. Welche Rolle spielen die in diesem Prozess? Was wird da erwartet? Nutzen die die auch? Sind die auch verpflichtet, die irgendwo mit einzubauen oder ist das eher eine freiwillige Geschichte bei denen? Das ist eine ganz gute Frage, denn die Ratingagenturen sind zumindest bei der Berichterstattung über die Finanzinstitutionen, also über diese Disclosure-Verordnung, nicht mit eingebunden, weil da geht es halt um Finanzinstitutionen. Ich gehe aber davon aus, dass die Ratingagenturen diese Informationen natürlich auch entsprechend nutzen werden, weil die ja eine sehr, sehr hohe Granularität aufweisen werden, so wie das momentan geplant ist. Und von daher gehe ich fest davon aus, dass es bei den Ratingagenturen auch entsprechend mit eingebunden wird, dass die Vorbereitungen dort auch laufen. In welcher Form das denn sein wird, das wird sicherlich spannend zu sehen, denn sie müssen ja versuchen, in ihre Kriterien, die sie bisher ganz klassisch immer haben, die auch monetarisiert werden, gemessen werden, na monetarisiert nicht immer, aber zumindest quantifiziert werden, auch diese Logik so ein bisschen anzupassen. Aber dass das funktioniert, haben wir auch gesehen, dass viele von den Ratingagenturen das ja auch so modifiziert haben, dass sie ihre Mindestberichte oder Auswertungen auch immer an die SDGs gekoppelt haben. Also von daher glaube ich, dass diese zusätzlichen Informationen, die hier aufgegriffen werden, auch bei den Ratingagenturen auf fruchtbaren Boden treffen. Vor allen Dingen deswegen, weil es ja auch ein System ist, was sich jetzt weiterentwickeln wird und mehr Industrien umfassen wird. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich da was hinzufügen darf, wenn man sich das oben über allem hängende Ziel, nämlich die Lenkung von Kapitalströmen in nachhaltige Aktivitäten vor Augen führt, dann wird recht deutlich klar, dass eure Investoren euch fragen werden, euch fragen müssen, wie sieht euer Produktmix aus, dass irgendwann auch die Banken, die euch Kredit geben, euch genau anschauen werden und möglicherweise einen Aufschlag in Basispunkten berechnen werden, wenn ihr unterhalb eines bestimmten von denen erwünschten Thresholds bleibt bei den grünen Aktivitäten. Und da sind mit Sicherheit auch Ratingagenturen mit drin. Also ich halte das für extrem umfassend, das System. Da würde ich auch noch mal gerne was ergänzen. Also die Taxonomie stellt ja diese Aktivitäten eher positiv dar. Ne? Wir haben das ja gesehen. Also diese ganze Einteilung geht ja eher auf positive Aktivitäten in Richtung von Kapitalströmen, die gelenkt werden sollen. Was Herr Stratmann hat es gerade schon angesprochen, was ich mir vorstellen könnte, was Investoren mit Sicherheit auch fragen würden: Wo liegen denn die weiteren Risiken? Ja, also wir denken da an die Risikoberichterstattung, also wo liegen die Risiken, die jetzt hier noch nicht aufgezeigt werden? Weil wie gesagt, das ist ja eher die positive Abgrenzung der Taxonomie. Ja, also wo liegen Risiken, die ich vielleicht noch berichten muss, die hier noch gar nicht erfasst sind? Ich denke mir, das wird auch mit Sicherheit ein Punkt sein, der von Investorenseite kommen wird. Wir haben ja auch eine Frage, die geht schon ein bisschen ins Detail oder auch die Frage, wie wende ich das an? Die Frage lautet, auf welcher Ebene erfolgt die Beurteilung der Wirtschaftsaktivitäten? Also zielt die Branchenzugehörigkeit zum Beispiel des Hauptunternehmenszweckes nach Umsatzanteilen oder müssen alle Aktivitäten pro Tochtergesellschaft oder pro Standort oder pro Investment irgendwo betrachtet werden? Wie sieht das aus? Ja, wir haben ja diese Excel-Tabellen gesehen und dort sind die Aktivitäten ja beschrieben worden. Und es ist so, dass wenn man sich dieses Sheet anguckt, wo dann genau diese Schwellenwerte definiert waren, dass dort teilweise auch unterschiedliche Industrien angesprochen wurden. Also es ist nicht nur auf eine Industrie bezieht, sodass es also gut sein kann, dass wenn Sie mit Ihrem Unternehmen in unterschiedlichen Industrien aktiv sind, dass es dann auf die einzelne Aktivität runtergeht, die jetzt nicht nur in der Hauptaktivität des Unternehmens liegen wird, weil man möchte ja den grundsätzlichen Beitrag sehen, den das Unternehmen zur
Mitigation oder Adaptation leistet. Also von daher ist es wirklich runtergebrochen auf die einzelne Aktivität. Vielleicht macht das hier Sinn, einen kleinen Hinweis zu geben, dass diejenigen, die später wirklich ein bisschen tiefer damit befassen wollen, die finden zum einen auf der DRIC-Website wirklich hilfreiche Links. Und wenn man möchte, kann man sich einmal auch den Report der Technical Expert Group anschauen. Da gibt es ein wunderbares Beispiel auf Seite 44, nur für die, die sich das notieren wollen. Und da werden drei ganz prägnante Aktivitäten mal unterschieden, nämlich Produktion von Energie aus Kohle. Keine Chance, nicht aligned. Produktion von Wasserstoff. Da kommt es dann darauf an, tatsächlich ein Threshold zu unterschreiten bei der CO2-Emission. Und Windkraft, wo es keinen Threshold bedarf, dann ist man sofort mit dabei. Also man sieht, dass je nach Aktivität das beliebig komplex werden kann. Herr Stratmann, vielleicht, es ging ja um die Ebene, die da gerade gefragt wurde, ne? Also es geht ja um die Umsatzerlöse. Also da würde ich ja schon erstmal auf Konzernebene gucken, oder? Also genau, ich würde auch nicht nach Gesellschaft entscheiden. Ja. Mhm. Konzernebene, absolut. Ja. Wenn Sie gerade schon im Internet sind, dann würde ich auch mir die ebenfalls auf der Seite der Tech zur Verfügung gestellten Excel-Tabellen mal angucken. Das ist das, was Kerstin Lopatta gerade gezeigt hat, diese drei unterschiedlichen Ebenen, weil dort sehr schön diese Aktivitäten beschrieben sind und auch ganz klar ist und beschrieben wurde, auf welchem Level setzen wir denn eigentlich an, also auf welchem Sektoren-Level. Und dort kann man genau diese Prinzipien und die Schwellenwerte für die eigene Industrie sehr, sehr schön nachlesen. Hier kommt eine Frage, für die ersten beiden Umweltziele, also wundern Sie sich nicht, dass dann irgendwann die Tabelle so ein bisschen dünner wird, weil eben, wie gesagt, die ersten beiden Umweltziele, die sind eben am weitesten entwickelt bisher. Hier ist eine Frage, die in ähnlicher Form mehrfach gestellt wurde. Was machen nicht produzierende Unternehmen, Softwareunternehmen, Versicherer? Wie sollen oder wie können die Taxonomie anwenden, vor allem wenn die Produkte und deren Klimaeinfluss nur schwer bewertbar sind? Also in der Tabelle, wo ich hier die Industrien vorgestellt habe, da ist beispielsweise auch aufgenommen Kommunikation und Kommunikation und Information. Da wird eben davon gesprochen, dass die IT ja auch Prozesse oder Daten zur Verfügung stellen kann, die eben Climate Change ermöglichen. Das wäre diese Enabling, denke ich, wo ich das eher einordnen würde. Von daher würden die wahrscheinlich nicht unter diese eigenen Aktivitäten fallen, sondern eben eher anderen Unternehmen ermöglichen, diesen Klimaschutz eben voranzutreiben. Die würden dann eher darunter fallen. Also zum Beispiel, es werden Datenbanken zur Verfügung gestellt, es werden Möglichkeiten geschaffen, IT-basiert Logistikprozesse zu optimieren. Das wären diese, wie Frau Lopatta gerade schon gesagt hat, Enabling-Aktivitäten, die wir dort sehen, diese unterstützenden Aktivitäten. Für Versicherungen sind auch ein paar Beispiele genannt in diesen gerade schon angesprochenen Excel-Tabellen. Aber es wird auch einfach Aktivitäten geben, die nicht als in der Taxonomie auftauchen. Das ist ja nicht schlecht, das ist ganz im Gegenteil. Das kann ja sogar gut sein, wenn man sagt, okay, man hat keinen negativen Einfluss auf diese entsprechenden Ziele, aber es muss natürlich geprüft werden innerhalb der Unternehmen, welche Aktivitäten potenziell hier unter die Taxonomie fallen. Ein Hinweis ist jetzt teilweise auch verwiesen worden auf einzelne Dokumente. Ein Hinweis, wo man die finden kann, das ist nicht ganz einfach. Sehen wir ganz selbstkritisch, da haben wir Verbesserungsbedarf, was unsere Website angeht. Aber wenn man auf www.dirc.org geht und da in der Rubrik IR-Wissen als Suchschlagwort eingibt, EU Taxonomy, und zwar englisch geschrieben, EU Leerzeichen Taxonomy mit Y, dann wird man darauf verwiesen auf eine Seite, wo wir mal zusammengestellt haben, die aus unserer Sicht die wichtigsten Dokumente zu diesem Thema, wie man die zu benutzen hat, den Final Report der Technical Expert Group on Sustainable Investment oder Finance, besser gesagt, den Taxonomy Technical Report und andere. Die haben teilweise mehrere hundert Seiten, aber da haben wir auch Empfehlungen abgegeben, was aus unserer Sicht so die wichtigsten
Dokumente sind, wo man zumindest mal einen Blick drauf werfen sollte und die einem da vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen können. Eine nächste Frage ist hier, es wurde erwähnt, dass bei eigener Produktion der Energiemix festgestellt werden muss. Wie ist das jetzt bei Drittproduzenten? Ist dies eine gleiche Anforderung oder mehr zusammengefasst? Die Frage geht auch so Richtung Outsourcing-Partner, zum Beispiel bei Logistik oder Ähnlichem. Kann man dazu was sagen? Die Frage würde ich fast an Herrn Stratmann weitergeben, weil der sich natürlich dort innerhalb des, sagen wir, des täglichen Doings mit diesem Thema auseinandersetzt, weil diese Lieferkettenproblematik natürlich immer wieder hochkommen wird. Also auch die grundsätzliche Frage, wenn man jetzt ein bestimmtes Material hat, was unterschiedliche Nutzung hat, also was einmal einen Enabling-Charakter hat, weil es eingesetzt wird, um ein Windkraftwerk zu bauen, auf der anderen Seite aber auch in einem nicht erneuerbaren Bereich eingesetzt wird. Hier wäre dann ein Splitting erforderlich, aber Herr Schadner, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie damit umgehen mit der Problematik. Ja, die ehrliche Antwort ist, werden wir sehen. Also ich habe tatsächlich bei dem, was ich bis jetzt studiert habe, keine Hinweise gesehen. Ich weiß nicht, Herr Professor Bassen, ob das bei Ihnen was anderes ist, aber meines... Jetzt nicht wieder den Ball zurückspielen hier. So macht man das halt mit den Akademikern. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Einzelfälle für mich ungeklärt bleiben. Also die Verwendung von einzelnen Produkten für verschiedene Einsatzzwecke, Vorproduktionen. Im Moment würde ich davon ausgehen, dass ich um meine Aktivität, wenn sie in dieser 600-Seiten-Liste enthalten ist, um die auch tatsächlich aligned auszuweisen, dass ich alles machen würde, was in meiner Macht steht. Und im Zweifel würde ich mich dann tatsächlich auch darum bemühen, die Informationen über einen CO2-Footprint in der Vorstufe zu erhalten. Also letztlich bei uns, wenn ich eine Chemikalie habe, die produziert wird, muss ich wissen, die Energie, die in diesen Produktionsprozess einfließt, kommt die aus Braunkohle, kommt die aus Atomkraft, kommt die aus Solar. Ja? Und genauso würde ich das bei vorproduzierten Produkten auch anwenden. Mein Hinweis, und so werde ich selber auch vorgehen, ist tatsächlich, sobald die Plattform for Sustainable Finance etabliert ist, werde ich versuchen, über entweder die Etablierung direkter Kontakte oder Leuten in Brüssel aus unserem Unternehmen dort genau diese Fragen zu stellen. Und ich bin mir sicher, da tauchen Dutzende auf im Ablauf dieses Versuchs, sich da selber zu finden in der Systematik. Ja, das glaube ich auch. Aber Herr Stratmann, ist es doch so, dass Unternehmen einen Anreiz hätten, so viel Taxonomy aligned wie möglich auch zu zeigen, oder? Frau Professor Lopetta, absolut, absolut. Also ich habe auch in der ersten Diskussion bei uns im Hause von den Strategieleuten gehört, nur x Milliarden Umsatz aus der gesamten Menge seien betroffen. Und ich habe die dann überzeugen können, dass das Verständnis falsch ist. Ja, dass das ganze Grundgerüst lediglich erstmal 93% der CO2-Emissionen, die man annimmt, aller Aktivitäten berücksichtigt. So, das heißt, 7% sind gar nicht mit drin. Ja, einfach weil die relativ wenig CO2-Ausstoß verursachen. Aber auch die würde ich, wenn ich in dieser Industrie arbeite, versuchen, dort reinzubringen. Ja? Mhm. Ich glaube, das Schwierige ist, gerade in solchen Fällen, wo es diese Thresholds noch nicht gibt, also wo nicht genau steht, wenn du unter 100 Gramm pro Einheit eines Produktes an CO2 emittierst, dann bist du mit drin. Da, wo es diese Thresholds nicht gibt, ist nach meinem Verständnis die Maßgabe derzeit, dass man einen Best-in-Class-Prozess nachweisen muss. Und dann ist man aligned. Und das Nachweisen halte ich in ganz vielen Fällen für extrem schwierig. Ja. Das denke ich auch, ja. Aber also so verstehe ich zumindest die Tech und auch den Ansatz, den die hier fahren, dass man eben als Unternehmen eher so viel, was ich gerade schon sagte, und Sie haben es ja bestätigt, Taxonomy aligned ausweise wie eben möglich oder zumindest über das, was ich nicht Taxonomy aligned ausweise, vielleicht auch noch berichte. Das darf ich ja. Ja. Und das muss ja auch nicht schlecht sein, also ja, wenn es nicht Taxonomy aligned ist.
Ja, vollkommen richtig. Wie meinen Sie das? Das muss nicht schlecht sein, auch wenn es nicht Taxonomie aligned ist. Naja, es muss ja jetzt nicht, es muss ja nicht unbedingt unter die Taxonomie fallen. Also es kann ja sein, dass es gar nicht CO2-Ausstoß ist oder irgendwas betrifft, was in die Richtung geht, sondern dass es eben eine Aktivität ist, die gar nicht erfasst wird. Nur noch mal zur Sicherheit, das ist ein paar Mal gesagt worden, aber die Frage kommt immer wieder auf. Es ist tatsächlich so, dass in 2022 über das Financial Year 2021 erstmals berichtet werden muss, korrekt? Richtig, ja. Die Frage immer wieder aufkommt, dieses Unglauben, das ist wichtig, ja? Die Ungläubigkeit. Ja, Das wird durch wir einen haben jetzt. delegierten Rechtsakt, kommt das, ist zumindest so geplant, ne? Dass das durch einen delegierten Rechtsakt geht und dann ist das verpflichtend, ja. Genau, in Zukunft, ne, im Future ist so geplant. Wir haben ja auch von dem Alexander Bassen gehört, es gibt doch einige Kritik, auch von denen, die davon am meisten profitieren sollen, von den Verbänden. Wie wahrscheinlich ist denn, dass es tatsächlich so kommt? Oder andersrum gefragt, wie groß ist die Restchance oder Risiko, jemand, nachdem wie man es sehen will, dass es vielleicht doch noch nicht kommt oder nicht so kommt, wie wir das heute glauben, wenn doch noch einiges im Fluss ist? Kann man das irgendwie abschätzen? Also wenn man sich die Zeitachse anguckt, was in den letzten 5, 6 Jahren auf EU-Ebene passiert ist, mit welcher Geschwindigkeit, Ageflag, Tech, jetzt Plattform, Taxonomie, daneben gibt es ja auch noch den Benchmark und das Label, würde es sehr, sehr überraschen, wenn es dort wesentliche Abweichungen von diesem Kurs geben würde. Also ich könnte es mir zumindest nicht erklären, dass das passiert, weil ich glaube, dass hier innerhalb der Kommission eine sehr, sehr klare Vorstellung darüber besteht, was gemacht werden möchte, um die Klimaziele zu erreichen und dass auch vor solchen Maßnahmen nicht zurückgeschreckt wird. Es kann sicherlich sein, dass es an einer oder anderen Stelle nochmal eine Anpassung gibt, was wir jetzt bei der Disclosure-Verordnung für Finanzmarktakteure gesehen haben, dass dort die Kriterien noch ein bisschen anders formuliert werden. Aber die Richtung, die hier eingeschlagen wird oder wurde, mit den Zielen und auch diese hohe Granularität, die wir sehen bei den Technical Screening Criteria, ich erwarte nicht, dass es dort wesentliche Abweichungen gibt und ich würde auch nicht darauf spekulieren, dass das passiert. Danke für die Einschätzung. Könnt ihr noch mal vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, in welchem Verhältnis stehen jetzt diese ganzen Entwicklungen im Sinne der EU-Taxonomie mit anderen ESG-Disclosure Rules, Non-Financial Disclosure? Also stehen die im Wettbewerb und dann bauen die aufeinander auf? Wird die Taxonomie, so die konkrete Frage hier, nicht doch durch die ESG-Disclosure übertroffen? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man sich anguckt, was mit dem CSR-RUG, also dem CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz geschaffen wurde. Dort haben wir ja die nicht finanzielle Erklärung, teilweise im Lagebericht, teilweise extra Nachhaltigkeitsbericht. Ich glaube, das muss ich erstmal zurechtruckeln, weil wir ja auch bei den am Anfang schon dargestellten verschiedenen Berichtsstandards auch unterschiedliche Arten von Kooperationen sehen. Also wenn wir jetzt bei Bloomberg reingucken, dann sehen wir, dass dort auch verschiedene Datenanbieter mit eingebunden sind. Wir sehen, dass es Gespräche gibt zwischen klassischen Finanzstandardsetzer und Nachhaltigkeits-Intelligenz-Standardsetzer. Auch zwischen den Standards gibt es zwar auf der einen Seite Wettbewerb, manchmal auch Kooperation. Von daher wird es garantiert, weil die EU-Taxonomie wird eine verpflichtende Berichterstattung sein. Wird die sich definitiv durchsetzen? Wie nachher die Zusammensetzung und die Schnittstellen in die anderen Bereiche aussehen wird, finde das aus einer externen Perspektive total spannend, aus einer Unternehmensperspektive natürlich mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Wie sieht denn das in anderen Ländern eigentlich aus, in anderen EU-Ländern? Sind die so weit wie wir oder weiter? Kann man das vergleichen? Also wir haben bisher ja nur Informationen über das, was mit der CSR-Richtlinie passiert ist, die ja unterschiedlich umgesetzt wurde, auch unterschiedlich interpretiert wurde in den einzelnen Ländern. Ich denke, wenn es jetzt ein Delegated Act gibt, dass es dort auch möglicherweise eine stärkere Vereinheitlichung von den kritischen Punkten geht. Aber was jetzt die Taxonomie, die Umsetzung der Taxonomie angeht, ist es, glaube ich, zu früh, hier jetzt schon einen Vergleich auf europäischer Ebene zu sehen. Ich glaube, die meisten sind genauso am Interpretieren, wie wir das hier momentan sind. Ja,
Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Man ist in Versuch zu fragen, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist schon 1:55. Die Stunde, die wir uns genommen haben, ist schon fast vorbei. Ich möchte das Ganze nicht beschließen. Einmal, um nochmal darauf zu hinweisen, dass zumindest für diejenigen oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Mitglied im Dirk oder deren Arbeitgeber Mitglied im Dirk sind, am 2.10., das ist ein Freitag in 2 Wochen oder 3 Wochen, unsere Mitgliederversammlung, die erste virtuelle Mitgliederversammlung des Dirk. Auch da wird das Thema EU-Taxonomie eine Rolle spielen. So viel sei schon verraten. Das Programm ist noch nicht veröffentlicht. Aber ich gehe auch davon aus, dass selbst das dann nicht der letzte Meilenstein sein wird, sondern es ist ein Thema, das uns noch eine Weile beschäftigen wird. Wir haben von den 3 Referenten, bei denen ich mich ganz, ganz herzlich hier bedanke, nochmal sehr deutlich gehört, wir sind da auf einem Weg. Es ist noch viele Interpretationen zu tätigen, aber es wird kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche oder fast zumindest. Und ich bin gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt und der Dirk wird Sie euch auf diesem Weg weiter begleiten. Wie immer, wenn wir das an der einen oder anderen Stelle noch besser machen können, freuen wir uns über auch konstruktives Feedback. Vielen Dank für die super Kommentare und die Kommentare, die hier jetzt gerade eingehen. Das kann ich nur so weitergeben. Sehr gute Runde, tolle Referenten, kann ich nur 1:1 weitergeben. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, wünsche noch einen schönen Nachmittag, schöne Restwoche, genießen Sie das Sommerwetter. Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.